So, wir lassen jetzt erstmal das Schiff hier reparieren und bauen uns ein Schiff. Das möchte ich jetzt noch erreichen und dann soll es das auch gewesen sein. Was ist hier? Verrußung, erhöhte Brandgefahr. Die Feuerwache ist in der Nähe. Der Zimmermann ist eigentlich. Ah ne, ist die Schenke. Ach so, der Zimmermann, da können wir doch vielleicht. Ja, das dürfte doch funktionieren. Dann müsste der jetzt loslaufen. Jawohl, und die Verrußung aufhalten. In Anführungsstrichen aufhalten. So, und das darüber ziehen. So, dann können wir hier ein Schiff bauen und damit verabschiede ich mich von euch und sage, bis zum nächsten Mal. Haut rein. So, da sind wir wieder zurück bei Let's Play Anno 1404 Venedig. Es ist ja jetzt in den letzten paar Tagen ziemlich wenig gekommen, denn ich war im Schulstress so vor Weihnachtszeit, ist immer sehr, sehr stressig bei mir halt mit den ganzen Arbeiten und allem. Zudem war ich doch ein bisschen erkältet, also Schnupfen konnte nicht so gut aufnehmen. Da habe ich die Anno und Feuerrot-Folgen so ein bisschen verteilt. So jede Woche, glaube ich, habe ich eine rausgehauen, einen Let's Play. Und jetzt werde ich wieder anfangen. Ich habe ja jetzt wieder mehr Zeit, sind ja Ferien. Über Weihnachten werde ich dann nichts aufnehmen. Dafür nehme ich jetzt hier schon auf. Also für 24., 25. und 26. Und ja, wir steigen gleich mal ein. Ich muss nur noch kurz eine Sache machen, die ich gerade sehe. Moment. So, ich denke, jetzt sollte es besser sein. So, ja, ich weiß nicht mehr, wo ich hier war, aber wir werden jetzt einfach fortfahren. Ich weiß auch nicht, wo ich hier stehen geblieben bin. Ich denke, ist das jetzt Anfangslack oder? Ja, ich denke mal. Okay, hier haben wir unsere Möbel. Das hier müsste. Ist das unsere. Ah, wir haben schon drei Inseln. Das ist. Ah, okay. Oh, wir haben zu viel Brot. Haben wir denn eigentlich schon Patrizier? Jawohl. Gut, die brauchen eine Kirche, die brauchen Brot. So viel Gewinn wie dieser Tage hat mein Geschäft schon lange nicht mehr abgeworfen. Ja, das ist schön für dich. So, du. Ach so, du bist. Ja, gut, das. Dann, ne? Weiß schon. Schiff dann, fertiggestellt. Ah, genau, das war. Dafür habe ich das. Warte hier. Ja. Du bleibst da. Wo bist du? Da. Das ist Nordwind. Keine Ahnung. So, du machst jetzt erstmal die automatische Handelsroute und zwar Brot und Bier. Ja. Nee. So, ich denke mal. War die Feststelltaste? Jawohl. So, alles klar. Konto hinzufügen. Wir brauchen einmal hier Karthago und. Da. Hier laden wir Brot 40 und Bier 40. Hier nehmen wir auf Brot 40 und Bier 40. Das haben wir zwar im Moment noch nicht, also 40 haben wir im Moment noch nicht, aber das ist ja nicht so schlimm. Okay, ich glaube, ich weiß ein bisschen, so einigermaßen, wie ich die nennen würde. Und zwar ist das meiner wie, wenn hört mal, Black Pearl. Zack. Jeder müsste eigentlich Black Pearl. Wenn nicht, dann habt ihr kein Leben. Okay, doch habt ihr, aber ist ja egal. So, ja, okay. Ach ja, das hier war unser Hafengebiet. Hier oben ist dann unsere Stadt. Wie geht's denn denen hier so? Ja, okay, die haben unsere Stelle. Oh, plus 700, das ist gut. Was ist da los? Hier, du bist auf Ärger aus, oder? Du bist doch bestimmt auf. Hallo? Hallo, Möwe? Da. Hier, komm. Attacke! So, wir haben eine Bevölkerung von 1900. Wir könnten mal versuchen, denen hier ein bisschen mehr Steuern zu geben. Dann können die da auch gleich aufsteigen. Und dann machen wir hier mal. Hier können noch zwei hin. Hier auch noch zwei. Genauso wie. Ja, okay, das so nein. So, ich wollte eigentlich hier zwei hinsetzen. So. Okay. Ja, wir werden dann wahrscheinlich hier bald und
Oder hier. Weiß ich noch nicht. Müsste ich das hier wegmachen und durch den Marktplatz ersetzen? Jedenfalls würden wir hier dann noch. Oh Gott. Hier noch Marktplatz hinmachen. Hier dann noch. Also eigentlich überall. Hier könnten wir dann noch Papierproduktion und Bücher und so. Hier dann halt die Landwirtschaft mit Holz und allem drum dran. So, wir machen erstmal, ich denke mal, 4 dürften am Anfang reichen. Wie viel hast du? Verschwinde oder ich werfe dich den Haien zum Fraß vor. Ja. Eher andersrum. Brutal. Okay, machen wir so. Ah, ich wollte jetzt 6. Na okay, wann kommt denn unsere erste Brotlieferung an? Ist die da? Jawohl, da ist unsere erste Brotlieferung. So, jetzt du steigst auf und ihr zahlt jetzt ein bisschen mehr Steuern, ja. Okay. Okay, das bringt nicht so viel darum. Naja. So, ja, das bringt jetzt nicht so viel darum. Lass ich das mal. Achso, doch schon. Gut, was ist denn das? Mal gucken, was ist das? 1000. Können wir mal gucken, ob sich irgendwo ein Abnehmer von diesem Plunder findet? Wer ist denn noch ein? Wer bist du eigentlich nochmal? Ist es dringlich? Ah, okay. Nein, ist es nicht. Oh, er hat schon Stadtmauer und alles. Der ist uns ein bisschen voraus. Aber ich mache das auch nicht so schnell alles, darum ist das nicht so schlimm. Aber naja. Nicht schlecht, mein lieber Herr Willem. Vielleicht möchtest du das ja kaufen. Ist deine Zeitinsel nicht so gut? Ihr beehrt mich mit eurem Besuch. Okay, der hat hier auch erst eine Brotproduktion, oder? Ja. Er hat noch kein Backhaus. Naja, was soll's, hier ist eine Steinmetz, das können wir auch mal gucken, ob wir auf unserer Insel hier... Achso, das könnten wir eigentlich machen. Errichtet bitte eine Straße, damit beim Transport der Waren auch... Ja, halt die genau. Okay, dafür brauchen wir erstmal... Achso, dann können wir ja auch das machen, so, oder? Dafür gebührt ja. Euch ein Platz im... Super, dann können wir nämlich hier auch, Bier... Erst doch eine kleine Wegzehrung und auf geht's! Und jetzt gehen hier nämlich, finde ich ganz cool gemacht, dass hier dann wirklich die Leute auf den Eseln kommen und die Waren zum Markthaus bringen. Finde ich sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. In der Orientsiedlung eines Mitspielers haben sich Gesandte angesiedelt. Willst du mich verarschen? Gesandte? Alter, ist der schnell. Boah. Er hat auch die Insel, die ich haben wollte. So. Naja, okay, aber mit der hier bin ich auch ganz zufrieden. Wie läuft's denn hier eigentlich? Wir haben mehr Bevölkerung als der. Aber der hat schon Mosaik, das ist das Problem. Dafür brauchen wir aber... Ja, warte. Diese Gebäude werden euch helfen, im Orient Fuß zu fassen. Wir brauchen... Okay. Gut, das hat sich dann erstmal erledigt. So, bist du denn repariert, Möwe? Jawohl, dann möchtest du doch bestimmt mal zu dem Herrn hier fahren, oder? Hier ist das aktivierbar, ja, ne? Das ist... Nein. Es ist so ganz normal. Alles klar. So, wir müssen jetzt hier, jawohl, die Versorgung ist super. Wir gucken mal, wie, ob die schon hier sind. Ne, die sind noch nicht da. Aber sieht ihr schon, hier vorne ist ein Esel, da ist... Esel mit dem Packen mit dem ganzen Bier und Bär. Ich war noch nie bei Anno so weit, dass ich irgendwas mit diesen Bärenhöhlen machen musste. Würde ich gerne mal machen. Ich würde gerne mal so weit kommen. Nein, geht das nicht. Ihr seht doch, wie bepackt. Ja, halt die Klappe. Ich sag doch gar nicht, dass schneller gehen soll. Aber wir haben hier einen Stein vorkommen. Aber wir brauchen gar nicht so viel Stein. Da nehmt eure Waren! Ich muss erst einmal verschnaufen. Na dann. So, aber wann können wir denn mal eine Bierproduktion aufziehen? 510.
Dann bauen wir mal noch ein paar. Wir haben jetzt im Moment, wenn ich mich nicht alles täuscht, 147. Die brauchen wir sonst im Moment eigentlich nichts. Wir brauchen später noch auf jeden Fall Gas. Da müssen wir doch noch mal ein paar aufsteigen lassen. Also seid weniger steuern und seid glücklicher. So. Du möchtest das doch bestimmt haben. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Super, dafür habe ich jetzt rumbekommen. Finde ich klasse. So, welcher Betrieb denn? Holzfällerhütte. Achso, ja. Ja, kann ich die hier auch mal. Zack. So, ja, das dürfte hier eigentlich alles klappen. Backhaus, zwei Weizenfarmen, eine Mühle, jawohl. Was haben wir hier? Irgendwelche Mengen? Fisch wird ein wenig knapp, da können wir dann nochmal ein paar Fische mit drauf. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja. So. Ich habe mich ein bisschen an 2170 gewöhnt, dass man die Straßen, dass man da gedrückt halten muss, und dann funktioniert das immer nicht. Naja. Welche Produktion nehme ich jetzt schon wieder? Werkzeugmacherei. Hier zu viel Werkzeug. Oh Gott, wir haben zu viel Werkzeug. Ja gut, Möwe. Du wurfst mal nach da oben. Hier haben wir so viel Werkzeug, hier haben wir 40. Können wir eigentlich mal ein bisschen hier ein bisschen Werkzeug hinbringen. So, und ich mache hier halt erstmal so ein Viertel, hier hinten wird dann das Bauernviertel, dann wird hier so das Bürgerviertel. Und hier kommen dann die Patrizier alle hin. Amateuren später wird dann hier aus das Adelviertel, hier aus das Patrizierviertel, hier aus das Bürgerviertel und hier dann irgendwo das Bauernviertel. So habe ich das eigentlich immer gemacht und werde es auch weiterhin so machen. Super. Ich wusste gerade nicht so genau, was das jetzt bedeutet. Aber wie viel haben wir jetzt? Bis jetzt 260, also brauchen wir nochmal so viele. Also dürfte, ich weiß nicht, ich glaube, diese Reihe dürfte nicht aushalten. Vielleicht nochmal diese vier dann noch und dann müssten wir genug haben. So, Werkzeug hier maximal, nehmen wir mal einfach alles mit. Und ein paar Steine, hier, einen haben wir noch. Waffen hätten wir auch mitnehmen können, aber wir brauchen gar nicht so viele Werkzeuge. Ich denke immer, Werkzeug ist knapp, sonst ist das bei mir auch immer knapp, aber im Moment habe ich krasse Überproduktion. Was ist denn hier eine Eisenschmelze? Brauchen wir nicht. Okay, für die Waffen. Hier ist eine Eisenschmelze, jawohl. Ja, dann stellen wir die beiden erstmal auf fertig oder auf Pause. Und dann passt das schon. So, wie viel haben wir jetzt hier? 360. Wir nähern uns doch mit Riesenschritten, das ist doch wunderbar. Das gefällt mir doch nicht so gut hier. So, zwei ihrer Mitspieler befinden sich im Krieg miteinander. Oh, das tut mir natürlich leid. Ihr beehrt mich mit eurem Besuch. Dazu fehlt mir der nötige Elan. Was verschafft mir die Ehre? Euer Ruf eilt euch voran. Mit meiner Gastfreundschaft könnt ihr immer... Ja, okay, er hat gerade unseren Bündnisvertrag abgelehnt. Ich wollte auch nur mal testen, ich wusste auch nicht, ob das Geld kostet oder sowas. Wenn das Geld kosten würde, dann würde ich mit dem keinen Bündnisvertrag eingehen. Da ist er mir zu schlecht für. Obwohl er ganz, ganz schön schnell ist. So, 480 haben wir. Wir brauchen wie viele? 590, oder? Hier war das. Hier. Zack. 510, okay. Gut, dann machen wir nochmal hier. Ihr habt ein grandioses Gespür dafür, was wir uns wünschen. Und wir haben eine Stadt. Ihr verliert doch nicht etwa den Überblick. Ja, die Klappe. Und zwar sind wir jetzt eine Kleinstadt und haben 125 Ruhm von ihm bekommen und können jetzt eine Vogtei bauen. Das ist wirklich eine gute Idee von dem Herrn Garibald. Willst du mich? Ah, das kostet 4 Stein. Okay. Ja gut, dann werden wir jetzt nochmal hier eben Steine... Hier. Werden wir hier nochmal eben Stein... ich muss die Kamera drehen. Ach, hier sind auch noch Werkzeugmachereien. Meine Fresse. Ist bestimmt schon euer Beistand in dieser Angelegenheit wäre mir willkommen.
Schon Seile, habe ich Seile damals. Okay, das müssten wir hinkriegen. Warum haben wir hier Seile? Haben wir keine Seile. Haben wir hier Seile? 20 Tonnen, ja cool. Gut, aber das machen wir später. Wir machen jetzt erstmal hier. Okay, Vogtei können wir nicht. Dann werden wir erstmal unsere Bierproduktion aufziehen. Und zwar hier ein Kräuterfeld? Klostergarten hieß es, genau. Und dafür haben wir keinen Stein mehr. Ja gut, dann werden wir hier erstmal 8 dieser winzig kleinen Felder anbringen. Oh, ich kann mit meinem Mittelfinger, mit meinem Zeigefinger nicht auf das Mausrad klicken, darum kann ich das schlecht drehen.